Hallo Leute da draußen, wir sind jetzt beim zweiten Teil der FAQs, also es ist quasi FAQ 48.2. Ja. Genau, also Teil 2 von 48 FAQ. Viel Spaß. That Otaku. Guckt ihr gern Animes? Und ja, was sind eure Lieblingsserien und Charaktere? Ja und ja. Ich gucke gerne Animes. Da muss man jetzt natürlich ein bisschen differenzieren. Da gibt es ja so auch inzwischen ja sehr viele verschiedene Sachen. Es gibt halt so die klassischen Shonen-Sachen wie My Hero Academia, Naruto, One Piece, Dragon Ball. Also angefangen hat bei mir alles mit Dragon Ball. Das war der erste Anime, den ich so wirklich als Anime wahrgenommen und geguckt habe. Ja. Dann mag ich sehr gerne X, die Serie. Finde ich sehr gut. Vision of Escaflowne finde ich sehr gut. Filme, muss ich sagen, habe ich dies Jahr erst nachgeholt, weil ich dazu irgendwie, ich weiß nicht, nie dazu gekommen bin, keine Ahnung, habe ich mir die ganzen Studio Ghibli-Filme angeguckt. Da kannte ich vorher nur Prinzessin Mononoke, den ich auch nach wie vor sehr gut finde. Mein Nachbar Totoro finde ich mega schön. Chihiros Reise ins Zauberland finde ich sehr gut. Und auch Kikis kleiner Lieferservice. Lieferservice? Lieferladen? Kikis kleiner Lieferservice finde ich auch wunderbar. Es ist eine richtig schöne Filmmusik und es sind einfach... Das ist einfach mal so ganz anders erzählt als diese klassischen westlichen Hollywood-Filme. Ein ganz anderes Erzähltempo, Erzählart und das mag ich sehr gern. Bei mir wäre es auf jeden Fall Vision of Escaflowne. Das ist so der erste Anime, den ich damals gesehen habe. Die liefen damals alle noch auf MTV und Viva, wer es noch kennt. Und wir sind alt. Ich würde sagen, mein allerliebster Charakter, also früher war es Folken aus Vision of Escaflowne, dann war es eine Zeit lang Lauren not Zorro von One Piece. Und wahrscheinlich bleibt es immer noch bei den beiden. Ja. Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich glaube, meine Lieblingsfigur, sogar noch vor Dragon Ball, ist der Captain aus Die Kickers. Ah. Aber mir fällt sein Name nicht ein. Cool. Und Sailor Moon. Sailor Moon habe ich auch geliebt. Ich mag das Intro-Lied. Das ist Hammer. Hagrid Hufflepuff, Hashtag DA, Lieblings-Harry Potter-YouTuber. Muss ich gestehen, habe ich keinen. Also ich gucke nicht wirklich Harry Potter YouTube. Ich kenne nur Dagi LP, was Harry Potter angeht. Ich gucke die Videos auch gerne, aber mir würde einfach auch gar kein anderer jetzt spontan einfallen, glaube ich, leider. Mhm. Die Frage, ob du Cold Mirror zum Beispiel dazu zählen möchtest, so ganz am Rande. Ja, würde ich... ist jetzt die Frage, was definiert einen Harry Potter YouTuber? Auf jeden Fall halt Cold Mirror und Dagi LP, ja. Aber viel mehr würden mir jetzt auch spontan nicht einfallen. Aber Potter Watcher möchte gern wissen, würdest du Belfer beitreten? Definitiv. Ich bin für Gleichberechtigung und ich finde auch, dass sie das in den Filmen sehr schön und in den Büchern auch cool umgesetzt haben. Schließe ich mich an. Ja. Nächster Zettel. Ich bin außerdem Hufflepuff und wir sind sowieso neben der Küche, wo die ganzen Elfen arbeiten und ich will an mein Essen kommen, deswegen nehme ich jetzt mal die Zettel und lege sie ordentlich zur Seite. Welcher ist dann der nächste? Mortag 1001 sagt, hallo liebes Elbenwald-Team, hallo. Wo glaubt ihr, wohnt eigentlich Voldemort nach seiner Auferstehung? Ich meine, er muss doch sicher auch mal schlafen, essen, trinken oder das stille Örtchen aufsuchen. Oder liebe Grüße aus Österreich, Florian. Liebe Grüße an Österreich zurück, Florian. Wo glaubt ihr, wohnt Voldemort nach seiner Auferstehung? Also welche meinen wir denn jetzt? Meinen wir die... nachdem er von Harry quasi desintegriert wurde, mehr oder weniger, oder nachdem er dann von Wurmschwanz wieder zu einer richtigen Person gemacht wurde, da hat er ja in seinem Schloss gelebt. Ich würde generell aber sagen, ich glaube, irgendwo, wo es dunkel ist, in der Höhle, in einem dunklen Wald. Tim wird wieder schimpfen. Wo waren wir gerade? Genau, wo lebt Voldemort nach seiner Auferstehung? Ich wollte sagen... schlafen, essen, trinken oder stille Örtchen aufsuchen muss er, glaube ich, nicht, weil ich denke, er ist so ein magisches Wesen und magisch so verändert, korrumpiert. Das ist so ein bisschen so dieser Hulk-Superman-Aspekt. Die müssen ja auch nicht essen, trinken, schlafen. Die ernähren sich oder überleben ja einfach durch die Energie, die sie generieren, durch die Sonne oder durch interne Prozesse. Ich glaube, er lebt einfach von der Magie. Die hält ihm am Leben und dadurch braucht er das alles nicht. Ich glaube, der hat so eine richtig fancy Berghütte mit so Tigerfell und Kamin und dann sitzt er da bei so einer heißen Schokolade und plant so seinen nächsten Auferstehungs-Gig. Weißt du, deine Antworten lassen meine mega langweilig wirken. Das ist mir gerade spontan eingefallen. Voll unfair.
Kampfkrümel LP schreibt, den Namen. Ja, schreibt gleich drei Fragen. Und zwar, wenn ihr noch eine Grundzutat für den Rest eures Lebens essen könntet, welche wäre es? Nudeln, Kartoffeln, Reis oder etwas anderes? Kartoffeln. Oh ja, Kartoffeln. Weil da kannst du am meisten draus machen. Du kannst Pommes draus machen, du kannst Kartoffelbrei machen, du kannst die Kartoffeln kochen, du kannst sie roh essen. Das ist bei den anderen beiden Sachen jetzt weniger gegeben. Stimme ich voll und ganz zu. Kartoffeln sind love, sind live. Kartoffel for life. Hashtag Kartoffel for life in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. McSundae mit Schokosauce oder Karamell? Schoko. Schoko. Oder beides gemischt. Ich glaube, das wäre mega geil. Nee, Schoko. Wenn ihr ein einziges Problem aus der Welt schaffen könntet, für immer und ewig, welches wäre das? Jetzt wird's deep. Ich würde tatsächlich versuchen, Dummheit aus der Welt zu schaffen. Ich glaube, damit würden sich schon sehr, sehr viele Probleme von alleine lösen. Ich glaube, wenn jeder ein bisschen mehr gesunden Menschenverstand hätte, wäre alles einfacher. Pass auf, ich nehme jetzt deine Antwort und sage, das Problem ist nicht die Dummheit der Menschen, sondern die Ignoranz der Menschen. Weil auch intelligente Menschen können scheiße sein. Darf man scheiße sagen? Egal. Auch intelligente Menschen können schlechte Menschen sein. Ja. Ich glaube, bei vielen hat es was mit Ignoranz zu tun. Deswegen würde ich eher sagen, dass man die Ignoranz aus der Welt schaffen sollte. Dass es einfach auch ein besseres Miteinander, einfach ein lockeres, offeneres Miteinander umgehen und alles manchmal nicht so engstirnig sehen. Ja, ich würde mir wünschen, dass einfach viel mehr Leute nach dem kategorischen Imperativ leben würden. Also vereinfacht, was du nicht willst, das man dir tut. Das füge keinem anderen zu. Genau. Philosophisch. Real Talk. Jetzt darfst du mal wieder vorlesen. Genau, die hatten wir schon. Luna Loredan, in welchen Hogwartshäusern seid ihr? Wenn das nicht schon dran war. Geht doch ganz schnell, Ravenclaw. Oh, Mariechen Creative. Gibt es eine Serie, die beenden würdet, weil euch das eigentliche Game of Thrones nicht... Entschuldigung. Lies zu Ende. Nicht gefallen hat oder diese zu früh abgesetzt wurde. Ich hänge gerade an Deception. Game of Thrones. Umschreiben. Neuende, neues Ende. Ich hätte gerne ein richtiges Ende zu Pushing Daisies. Das war ein bisschen so gehudelt und schnell gemacht. Und ansonsten, ich liebe das Ende von Scrubs, aber nur, wenn man Mad School nicht dazu zählt. Ansonsten wäre Mad School ein furchtbares Ende. Zählt man nicht. Ja. Und die gab's nie. Und nochmal eine letzte Staffel zu OC California. Da kann man, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr rausholen. Wie gesehen. Wie groß ist eure HP-Sammlung? Harry HP Potter. HP Drucker. Ich habe 15 Drucker zu Hause von HP. Ich habe die Bücher und ich habe den letzten Band noch zusätzlich auf Englisch und noch ein paar Begleitbücher. Also so die fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind und das Buch der Zaubersprüche. Magische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Keine Ahnung. Also die Begleitbücher. Das ist übersichtlich. Ich habe auch nicht so viel. Also ich glaube, mein liebstes Harry Potter Stück ist immer noch der Zauberstab, den ich bekommen habe. Ansonsten, ich habe die Bücher, ich habe die Filme. Und ich glaube, das war es auch schon. Ich habe da gar nicht so viel. Okay. Können Patroni die Gestalt eines Dementor annehmen? Den Namen hast du jetzt. Den Namen habe ich übergangen, weil ich ihn nicht vorlesen kann. Ich kann es ja versuchen. Arda... Achigötsch. Entschuldigung, falls es falsch ist. Ja, es tut uns leid. Ich sage nein. Wenn ein Dementor einen Patroni macht, könnte es ein Dementor sein. Wenn Voldemort einen Patronus macht, könnte es vielleicht ein Dementor sein. Aber sind Patroni nicht Tiere? Sind es immer? Ja, stimmt. Sind Dementoren Tiere? Nein, ich glaube nicht. Sind magische Wesen. Aber dein Patroni, also das würde jetzt auch die Frage aufwerfen, kann ein Patroni ein Elf zum Beispiel sein? Glaube ich nicht. Ich glaube, es sind nur Tiere. Wir wissen allerdings nicht, woran das festgemacht wird. Die viel interessantere Frage ist, was passiert, wenn du in einem, wir nehmen jetzt mal Harry Potter, er ist mit Dudley in diesem Tunnel, die Dementoren kommen auf und zu, was wäre, wenn sein Patronus ein Blauwal wäre? Das ist eine sehr interessante Frage, wie ich finde, die haben wir im Store schon des Öfteren erörtert. Oder wenn dein Patronus eine Hummel ist. Oh, das fand ich voll süß. Ich will einen Hummel. Und keiner sieht ihn, weißt du? Die Dementoren hauen einfach ab, aber keiner weiß, warum. Aber die kann die ganze Zeit so rumschwirren und die nerven. Ja, und dann sind sie abgeleckt und dann kannst du sie treten oder so. Keine Ahnung. So, dann sind wir auch schon auf der letzten Seite. Wunderbar. Wen würdet ihr gerne als Vater, Mutter haben? Kann aus jeder x-beliebigen Franchise sein. PS, ich liebe diese FAQ-Videos und wir lieben dich. Leopold Fitz.
Wen würdest du denn gerne als Vater oder Mutter haben? Oh, das ist echt schwierig. Die Weasleys sind immer niedlich. Also ich glaube, das ist einfach eine richtig coole Familie. Aber, das ist eine gute Frage. Ich hätte gerne den Joker als Vater. Ich glaube, das wäre sehr verrückt. Vielleicht lieber nicht. Nein, ich nehme es zurück. Okay, cool. Es fällt mir echt schwer, das einzukategorisieren. Also, ich bin gerade so ein bisschen bei Luke und Lorelei aus Gilmore Girls. Mhm. Fände ich, glaube ich, ganz interessant, weil Lorelei halt so ein bisschen so richtig schön drüber ist und Luke so schön geerdet. Ich glaube, das gibt eine gute Mischung. Die Weasleys finde ich aber auch eine gute Antwort. Das ist eine Frage, da müsste ich jetzt einfach länger drüber nachdenken, ja. Und wir wollen das Video ja nicht noch länger machen. Ich sag, ich will Walter White als Vater. Dann kann ich sagen, mein Vater war mal so Drogenbaron quasi. Okay, cool. Ja. Dann kannst du auch Don Vito Corleone nehmen. Okay, der war kein Drogenbaron, aber egal. Von wem würdet ihr gerne gerettet werden, wenn ihr von einem... Wenn ihr... Was? Lies du mal vor. Von wem würdet ihr gerne gerettet werden, wenn ihr von einem Bösewichten gefangen werdet? Kann aus jeder x-beliebigen Franchise sein. Ich habe einen Knoten in der Zunge. Dwayne The Rock Johnson. Pippin. Und danach gehen wir ein Trinken. Ah, gutes Argument. Ich kann es nicht sagen, also auch da müsste ich mir ein bisschen mehr Gedanken drüber machen. Also wenn es jetzt aus irgendeinem Franchise sein sollte, auf wen ich so richtig Bock hätte, wäre, glaube ich, Hermine. Dann könnte ich danach mit ihr vielleicht auf ein Date gehen, mhm, oder es zumindest versuchen. Ja, das finde ich ganz gut. Okay. So, und dann kommen wir wieder zu was anderem, und zwar Ellen Spieler fragt: Lieblingsbuch, Film aus Harry Potter, welches magische Blut seid ihr? Lieblingscharakter aus Slytherin, Ravenclaw, Gryffindor, Hufflepuff. Welcher Charakter hat für euch die krasseste Lebensgeschichte? Zu viele Fragen. So viele Fragen. Lieblingsbuch ist bei mir Gefangene von Azkaban, würde ich auch sagen, ist mein Lieblingsfilm aus der Reihe. Dem schließe ich mich an. Welches magische Blut seid ihr? Weiß ich nicht. Ich bin mein Blut. Ich bin magisch genug. Ich verstehe die Frage nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Lieblingscharakter aus Slytherin, Ravenclaw, Gryffindor oder Hufflepuff? Gryffindor ist Hermine und Ginny. Hufflepuff. Ich kenne gar nicht so viele Hufflepuff. Cedric? Obwohl, eigentlich Newt. Ich würde Newt Scamander nehmen. Ja, schließe ich mich an. Ravenclaw, Cho Chang. Zum einen, weil ich sie letztes Jahr auf dem Festival, die Schauspielerin, kennengelernt habe, die sehr nett ist und mir auch kein anderer Ravenclaw gerade einfällt. Und Slytherin, Snape. Ja, wobei ich Draco eigentlich auch mag, das weiß nicht. Snape. Ja. Und wer hat die krasseste Lebensgeschichte? Draco hat mir zu eine ungesunde Kellerbräune. von den Harry Potter Figuren die krasseste Lebensgeschichte... Ich Dumbledore. Finde ich zumindest am spektakulärsten, am interessantesten. Ja. Ich muss gestehen, mir fällt es auf die Schnelle auch jetzt nicht wirklich was anderes ein. Da sind wir durch. Ja. Oh, habe ich dich jetzt abgeschnitten? Nein. So, Leute, das war der zweite Teil von FAQ 48. Viel geredet. Nochmal, mach du mal kurz. Okay, während mein Kollege hier stirbt. Sollen wir ganz normal anfangen? Das kann in die Outtakes, ich weiß es nicht, vielleicht lassen wir es auch drin. Ja, das ist, passt zum Real Talk-Thema. Genau. Genau, das war das Ende von FAQ 48.2. Wie gesagt, es bleibt die Frage, was gefällt euch besser, ein Video am Stück oder doch lieber 20 Minuten Parts? Habt ihr irgendwelche weiteren Fragen? Schreibt alles in die Kommentare und vergesst den coolen Hashtag nicht. Genau, denn der Hashtag lautet: Kartoffeln sind klasse. Ich dachte Kartoffeln for life. Denn der Hashtag lautet Kartoffeln for life. Irgendwas mit Kartoffeln. Und Leute, auch wieder immer dran denken: teilen, liken, abonnieren. Das, wir sind was er raus. Sagt. Wir sind raus. Wir schneiden jetzt das Video. Auf Wiedersehen.
Ich mache ständig die Geste. Die ist aber auch cool. Die ist cool, oder? Die ist magisch und elegant und alles gleichzeitig. Das ist so Jedi, ihr mögt FAQs. Schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. So, genug jetzt. Ciao.